Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel Stauernfischer. Ich warte gerade noch hier in meinem Angelschuppen auf Andi. Wir gehen heute zusammen ein bisschen auf Grundfischen. Da nehmen wir euch mal mit. Vielleicht haben wir bei unserer ersten Folge schon Glück und bringen den ein oder anderen Fisch an die Angel. Mal schauen, was so geht, wie es läuft. Das Wetter würde gut mitspielen. Wassertemperatur müssen wir mal schauen. Die letzten Tage und vor allem in den Nächten war es noch ziemlich kalt. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Viel Spaß. Ja, servus miteinander, ich bin der Andi. Ich bin jetzt gerade am Weg zum Erik und der Erik glaubt, wir fischen heute auf Grund, aber ich habe ein bisschen einen anderen Plan und zwar habe ich jetzt ein bisschen Schwimmbrot eingepackt, weil ich glaube, mit der Sonne und dem oberflächenwarmen Wasser könnte es an der Oberfläche auf die Eitel klappen. Schauen wir mal, was geht. Bis später. Ja, wir sind am Spot angekommen. War jetzt ein kleiner Fußmarsch. Andi ist schon im Hintergrund, der probiert ein bisschen. Wir bauen jetzt noch unsere Routen auf und dann schauen wir mal, was wir ranbekommen. Ja, die Ruten sind jetzt im Wasser. Wir warten jetzt noch auf den ersten Fisch. Ja, wie wir alle wissen, es kann mal länger, mal kürzer dauern. Wir lassen uns einfach überraschen. Aktuell sind drei auf Grund im Wasser. Andi probiert da oben noch ein bisschen mit seinem Brot. Sobald es was Neues gibt, lassen wir es euch wissen. Andi meinte gerade, den ersten Biss hat er schon gehabt. Dass der Fisch war so klein, dass er nicht mehr das Brot reinbekommen hat. Ja, viele von euch fragen sich an dieser Stelle, warum zum Teufel fischt er mit der Baitcaster? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin absoluter Neuling, was Baitcaster angeht. Ich habe mir im Winter mein erstes Combo dafür zugelegt und ich bin absolut heiß drauf gewesen, das Teil auszuprobieren. Leider ist der Raubfisch bei uns zum Zeitpunkt vor dem Video noch bis zum 1. Mai geschont gewesen und deswegen habe ich da die Wasserkugel und das Vorfach für das Schwimmbrot dran gebunden und habe es ausprobiert. Sinnvoll? Jein, aber ich wollte es probieren. Vielleicht kriegen wir ja einen Live-Biss drauf, wäre jetzt schon cool. Hier vorne ist eine Kugel, die beobachtet er fleißig. Mit einer Baitcast-Hut, also total zusammengebastelt. So, ja, was fischen wir? Eigentlich relativ einfach. Auf die Hauptschnur ein Wirbel, ein Blei dran, dass es als Laufblei fungiert. Nochmal ein Wirbel, Vorfach, Wurmhaken, Wurm und ab auf Grund damit. Andi ist im Dreh. Kescher? Der erste Fisch des Tages unserer ersten Folge ist super. So Andi, zeig mal her den richtigen Klodeckel. Also bei Andi geht es gerade Schlag auf Schlag, der hat schon ins ausgestiegen. Gerade wollte ich nur sagen, Andi hat einen zweiten Fisch im Drill und in dem Moment steigt er aus. Schade. Wie wir in Bayern sagen, Steckerlfisch. Ja, unser Angeltag ist leider beendet. Wir haben außer der schönen Praxe nichts mehr an die Angel bekommen. Ein, zwei Fehlbisse, den dritten verhauen. Ja, aber so ist es. Das ist nicht das erste und nicht das letzte Mal. Andi packt gerade noch da hinten zusammen. Ja, jetzt gehen wir wieder
Richtung Heimweg. Und dann war es auch für heute. War unterm Strich ein echt cooler Tag, also ja, wir freuen uns auf die Saison einfach unglaublich. Danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch.